Leute, ich bin's wieder, euer Martin. Nur kurz zur Erklärung, wieso ich jetzt so lange kein Video gemacht habe. Und zwar, es hat jetzt wieder die Schule begonnen und das ist irgendwie alles meiner Meinung nach komplett daneben gegangen. Nicht jetzt von meiner Sicht her, aber es ist einfach so, dass halt, wie soll ich sagen, meine ganzen Klassenkameraden sind halt durchgefallen. Jetzt bin ich der einzige Bursche mit 25 Mädchen in der Klasse. Sagt richtig ab und zumindest fahren wir jetzt nach Wien, zumindest ich, zur Game City, glaube ich, heißt das. Und sehen wir uns am Weg, bis dann. That feels good. Ja, Leute, es ist nur richtig, richtig beschissen, weil es ist so, dass ich bis jetzt noch nichts gegessen habe und jetzt muss ich mal was essen, weil ich schon kurz vorm Verrecken bin. Und ja, wie gesagt, es ist so beschissen mit der Klasse. Auf jeden Fall mal ein Mitleidslike dafür. Wäre auf jeden Fall Fan von euch. Und jetzt hole ich mal was zu essen und dann fahren wir mal eine Stunde nach Wien. Peace. Ja, also Leute, das Essen ist mal gesaved. Und zumindest, was ich euch nur zur Erklärung geben wollte, wieso jetzt auch nicht so lange kein Video gekommen ist, ist, dass ich bis jetzt, also ich habe mir das iPhone 7 bestellt und wollte dann quasi so ein Unboxing, Parodie in der Art machen. Aber es ist bis jetzt noch nicht gekommen und von dem her ist es jetzt alles irgendwie daneben gegangen. Ja, also jetzt sind wir angekommen in Wien und ich habe zwar keinen Plan, wo wir ziehen müssen, aber wir sind einmal da. Ja, jetzt werde ich einfach mal suchen, dass ich zum Rathausplatz komme und dann sehen wir weiter schon. Ich habe es jetzt endlich geschafft zur Game City, also da sieht man den Eingang und da ist halt das Rathaus und zumindest hoffe ich jetzt, dass ich mit der Kamera reinkomme, weil es ist halt jetzt nie irgendwie sicher, ob ich jetzt reinkomme, nachdem was ich schon für tausende Sachen verkackt habe mit der Kamera, aber wir sind einmal da und deswegen hoffe ich, dass ich reinkomme. Ja, also jetzt hat es endlich funktioniert, ich bin reinkommen und zwar, das gab ein kleines Problem trotzdem. Weil ich habe mal meinen Führerschein vergessen und jetzt habe ich dann mit denen diskutiert, jetzt habe ich trotzdem Gott sei Dank das 18er Bandel und da sieht man halt schon, es geht komplett los und jetzt bin ich schon heftig gespannt auf das, was kommen wird. Ja, also ich bin jetzt Gott sei Dank schon mitten im Geschehen, also da im Rathaus Inneren. Dankeschön. Zumindest, ich weiß jetzt nicht ganz, wo ich jetzt hin muss. Irgendwie möchte ich auf dem ersten Stock, wie das heißt. Kein Plan, wo das ehrlich gesagt ist. Aber ja. Das ist einfach krank. Es sitzt jeder nur da und spielt. Ja, Leute, ich bin jetzt gerade da mitten im Rathaus-Dings, die Gebäude, und ich stelle mich gerade an für ein Spiel. Ich weiß nicht, es ist so viel los, es ist arg viel los. Es ist auch jeder komplett im Arsch, es hat jeder irgendein scheiß Kostüm oder so einen Dreck an. Seht ihr das? Nein, ich bin Leute, die einfach komplett anzogen sind. Achso, das ist arg. Was soll ich? Gutschein ist immer gut. Ja, also Leute, es ist so, wir stehen da, oder wir sitzen da besser gerade gesagt, da bei so einem Watchdog und da spielt die Frau oder schaut sich das da an und wir können halt mit den Kopfhörern mitschauen, erst Uhr fahren. Ja, Leute, es ist so, und zwar, da ist so ein KTM-Stand, irgendwie, ja, KTM. Zumindest habe ich mich gerade angemeldet dafür, mit so einer KTM Full ID zu fahren. Und ich wollte ja schon einmal, beziehungsweise ein Verwandter von mir wollte sich die mal kaufen. Und jetzt habe ich mal die Möglichkeit, damit zu fahren. Ich finde das urfahren, dass man da mitten vorm Rathausplatz fahren kann. Und jetzt werde ich mal fahren. Ja, Leute, ich möchte euch kurz einmal das Ding zeigen, mit dem ich gerade gefahren bin. Das ist so abnormal gegangen. Das ist. Also, allein wie das so im Vergleich zu einem Moped, wenn man Mopeds kennt, wie die fahren oder so, im Vergleich, das ist überhaupt kein Vergleich, das sieht so arg an. Das ist richtig, richtig geil. Und da kann man halt so damit fahren, wie ihr mich gerade fahren gesehen habt. Richtig geile Sache. That feels good! Ja, also ich gehe jetzt wieder von der Game City und jetzt ist sie nicht taugt eigentlich. Das ist so urfein, ob wir viel machen können. Also auf jeden Fall die KTM war am allerbesten. Es ist einfach ein scheiß Aventador.
Ja, ist egal, wie ist das Auto? Ja Leute, es ist so, wir sind gerade am Weg zurück und wir fahren gerade bei einem Freund, also ich fahre gerade bei einem Freund mit Haar und wir sind in der letzten Reihe, da hinten ist eine Scheißstraße und wir fahren jetzt einfach mal fett nach Hause. Danke, dass ihr das Video angeschaut habt, gebt so bitte einen Daumen nach oben. Ihr seid wirklich die Besten, love you. Seht ihr das, nein, ich bin einfach komplett so umsetzen. Es ist einfach ein scheiß Aventador.